Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial und heute schauen wir uns einen weiteren Look aus meinem schwarz-weiß E-Book an. Und zwar bauen wir uns einen Look nur in Camera Raw, beziehungsweise kannst du den ja auch ganz einfach in Lightroom nachbauen. Genau, reden wir nicht lang drum rum, springen direkt auf den Rechner und springen direkt einmal rein und schauen uns an, was wir heute einmal zusammenbauen werden. Also, wir werden uns in diesem E-Book, das findest du unten in der Videobeschreibung, kannst du dir kostenlos runterladen, da erzähle ich ein bisschen was zu Schwarz-Weiß und du hast hier Vorlagen zu insgesamt ja, 19 Schwarz-Weiß-Looks, wo komplett erklärt wird, was du machen musst, um genau dahin zu kommen. Und hier werden wir uns jetzt mal diesen Look anschauen. Okay? Das werden wir alles machen. Das geht relativ zügig. Du hast hier in der Mitte auch ja, nochmal mit kleinen Bildern quasi dargestellt, wo du dich hinbewegen musst, beziehungsweise wie das in etwa auszusehen hat. Und das werden wir jetzt einmal nachbauen. Deswegen, ich schiebe das Ganze mal etwas beiseite. Das brauche ich jetzt nicht. So, nehmen wir einmal dieses Bild. Denn wir werden das Ganze in Camera Raw machen. Ja, aber du könntest das Bild natürlich oder dein Bild entsprechend auch in Lightroom öffnen, weil das ist letzten Endes nichts anderes, was es in Lightroom auch gibt. Und deswegen kannst du das auch exakt in Lightroom nachbauen. Also, wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe einmal für Smart Filter konvertieren, beziehungsweise ich dupliziere mir erstmal die Ebene. Jetzt gehe ich auf Filter für Smart Filter konvertieren, denn dann wird der Camera Raw Filter hier direkt angehängt und wir haben ja im Prinzip jederzeit die Möglichkeit, wieder in den Dialog zurückzugehen und Einstellungen zu verändern. Dann gehe ich jetzt in den Camera Raw Filter und jetzt machen wir Folgendes. Wir bauen das exakt einmal so nach, wie es jetzt hier steht. Das heißt, jetzt steht alles auf Standard. Jetzt werden wir die Lichter auf minus 50 setzen. Die Tiefen setzen wir hoch auf 30. Schwarz geben wir auf 10. Jetzt gehen wir in die Gradationskurve, setzen, gucken uns mal an. Wir haben hier zwei Werte. Das heißt, der eine Wert 255, 255, das ist dieser Punkt hier oben. Wenn ich den anklicke, dann siehst du, dass wir hier 255, 255 haben. Und da wir nur zwei Werte haben, haben wir hier unseren zweiten Wert links unten. Das heißt, eine Gradationskurve hat ja mindestens zwei Werte. Einmal links unten, einmal rechts oben. So entsteht ja diese Diagonale. Hättest du jetzt hier drei Werte zu stehen, dann müsstest du noch einen Punkt hinzusetzen, weil dann hast du nämlich 1, 2 und 3. Okay? Haben wir aber nicht, deswegen lösche ich den dritten jetzt mal, klicke den unteren an und jetzt kann ich hier unten einfach die Werte angeben und zwar 87 und 65. So, dann wandert der Punkt nach hier oben. Das deckt sich auch ungefähr mit dem Bild, was du hier in dem PDF einmal siehst. Und dann gehen wir in die HSL-Einstellung. Das ist dieser Reiter. Und hier ist es jetzt so, dass ja eigentlich müsste es jetzt hier einen Button geben, wo drin steht, in Graustufen konvertieren, den finden wir jetzt hier nicht mehr in der neuesten Camera Raw Version. Deswegen müssen wir in Graustufen konvertieren hier vorne tatsächlich machen. Das heißt, ich gehe einmal in die Grundeinstellung und switche hier die Behandlung von Farbe auf Schwarz-Weiß. Die ganzen Einstellungen, die wir getroffen haben, die bleiben erhalten. Aber jetzt siehst du auch, dass wir hier eine Schwarz-Weiß-Mischung in dem HSL-Modus haben. Früher gab es hier einen Button in Graustufen konvertieren. Jetzt müssen wir das hier vorne einmal machen. Ist ja nicht schlimm. Ja? Also, nächster Punkt, Effekte. Also gehen wir in die Effekte rein. Und jetzt haben wir hier eine Körnung von 30, Größe 20. Also Stärke 30, Größe 20. Und eine Unregelmäßigkeit von 70. Und dann bei der Vignettierung nach Freistellung haben wir eine Stärke von minus 10, ein Mittelwert von 40. Rundheit ist hier nicht definiert, das heißt, das ist die Standardeinstellung und dann eine weiche Kante von 60. Und das war's. Jetzt bestätigen wir das Ganze und jetzt haben wir hier unseren Schwarz-Weiß-Look nachgebaut aus dem E-Book. Und das war's dann im Prinzip. Ich mag den Look sehr, sehr gerne. Ich mag auch dieses Körnige, dieses in den Tiefen sehr abgeflachte, was die Gradationskurve ja macht, indem wir die Werte in der Gradationskurve im Prinzip nach oben geschoben haben. Wenn du die nämlich jetzt wieder zurückschiebst, dann bekommt das einen, ja, es ist okay, aber für mich fehlt da irgendwie so dieses kleine gewisse Etwas und dieses kleine gewisse Etwas
erzeuge ich tatsächlich mit der Gradationskurve. Ich mag das sehr, sehr gerne. Du bist hier natürlich dann relativ frei und kannst diesen Punkt auch noch entsprechend verschieben, falls du das etwas anders haben möchtest. Du musst eh gucken, wie das auf deinem Bild wirkt. Hier funktioniert das meiner Meinung nach relativ gut und deswegen würde ich das hier auch dementsprechend so lassen. Also, das ist im Prinzip die Schritt-für-Schritt-Anleitung in dem E-Book. Du findest, wenn du das E-Book runterlädst, sowieso jeden einzelnen Look als Photoshop-Aktion und kannst das dementsprechend auch nochmal so starten. Das heißt, einfach das E-Book runterladen, die Aktionen in Photoshop laden und dann per Knopfdruck einfach diesen Look auf dein Bild bringen. Das funktioniert mit allen 19 Looks, die du auch im E-Book findest. Aber ich wollte dir auf jeden Fall eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie der Look sich am Ende zusammensetzt. Okay? Das war's für heute. Schreib mir doch gerne mal unten in die Kommentare, was du von den Looks hältst, allgemein aus diesem E-Book. Und ob du noch mehr haben möchtest. Soll ich noch ein zweites Paket nachschieben mit noch mehr Schwarz-Weiß-Looks, inklusive Aktionen in Photoshop und nicht als klassisches Preset, wo man irgendwie keinen Handlungsspielraum mehr hat? Denn alle Aktionen aus diesem E-Book sind tatsächlich auch so aufgebaut, dass du nachträglich alle Einstellungen noch ändern kannst in den einzelnen Einstellungsebenen. Okay, ist mir relativ wichtig, dass man da volle Kontrolle drüber hat, denn was bringt dir ein Preset, was du auf dein Bild drauf jagst, wo du dann nicht mehr drauf eingreifen kannst, also eingreifen kannst und was verändern kannst, wenn es halt nicht zu 100% auf dein Bild passt. Das ist ja sowieso immer das Kritische, dass halt ein Preset, auch Presets, die du dir kaufst, die werden niemals zu 100% auf deine Bilder passen. Ja? Es gibt immer Bereiche, die sich anders verhalten als bei demjenigen, der es erstellt hat oder für seinen Zweck erstellt hat und so weiter. Deswegen finde ich es immer relativ wichtig, dass man volle Kontrolle über das hat, was man sich holt. Und deswegen hast du bei mir auch vollen Zugriff auf alle Ebenen. Okay, also schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, was du von diesen Looks hältst und ob ich nochmal ein zweites Paket nachschieben soll. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Teil gerne dieses Video, wenn das noch mehr Leute sehen sollten, dann würdest du mich natürlich auch ein bisschen supporten, das würde ich ganz cool finden und vielen Dank schon mal dafür und ansonsten abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, gib mir einen Daumen, wenn es gefallen hat und ganz wichtig, am allermeisten freue ich mich, wenn du im nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann.